Frieden des Herrn. Amen. Amen. Wir starten mit dem Gebet, wie immer. Danke, Herr, dass du immer da bist, Herr. Danke, Herr Jesus, dass du in unserer Mitte bist, Herr, wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln, Herr. Wir danken dir, Herr, dafür, dass du jeden Tag ein neues Wort für uns hast, Herr, dass du uns stärken willst im Glauben, Herr. Du willst, dass wir dir näher kommen, Herr, dass wir enger mit dir gehen, Herr, dass wir deinen Herzschlag hören können, deine Liebe, die du für uns alle hast, Herr, für alle Menschen, Herr, dass wir mit deinen Augen, Herr, den Nächsten sehen können, Herr. Du sagst, Herr, das höchste Gebot, das Wichtigste ist, dich zu lieben von ganzem Herzen, mit all unserer Kraft, mit unserem ganzen Verstand und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Herr, und wir danken dir dafür, Herr, dass du uns jeden Tag, Herr, einfach einen neuen Input geben willst, Herr, und dass wir deine Schüler sind, Herr, und von dir lernen dürfen. Du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben, Heiliger Geist Gottes. Danke, Herr, dass du in uns Wohnung genommen hast durch Jesus Christus, Herr, durch unseren Glauben an Jesus Christus. Herr, danke, Herr, dass du der lebendige Gott bist, Herr. Danke, Vater. Amen. Amen. Und jetzt lesen wir zusammen Matthäus Kapitel 7, ab Vers 7 bis 11. Und die Überschrift lautet zuversichtliches Beten. Und da steht geschrieben, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Wir alle hatten schon mal einen Wunsch, ein Anliegen, ein Gebetsanliegen. Und wir alle haben Gott schon mal um etwas gebeten. Und so oft, unzählige Male, bekommen wir sogar, was wir bitten. Ob es jetzt Hilfe ist in bestimmten Sachen, vielleicht in Problemen, Themen, eine Lösung. Ob es Finanzen sind, eine Arbeitsstelle, eine Wohnung, die man sucht, einen Partner, vielleicht Kinder. So viele Wünsche und Träume, die der Mensch hat. Und Gott freut es, wenn wir uns an ihn wenden und ihn darum bitten. Und Gott ist treu. Manchmal ist es so, dass man jedoch etwas bittet und man bekommt es nicht. Das heißt nicht, dass man es nie bekommen wird, aber jetzt gerade hat man es nicht. Und dann neigt man manchmal dazu, dass man erstmal vielleicht traurig wird und dann beleidigt ist. Und vielleicht kennt ihr das auch. Bei mir ist es auch schon so gewesen, eine Phase lang, dass ich resigniert habe und mir gedacht habe, okay, ich habe gebetet, ich habe gesucht, ich habe angeklopft beim Herrn und da passiert aber nichts. Und selbst in so einer Situation hast du eine Möglichkeit, nicht in deiner Traurigkeit sitzen zu bleiben, sondern dich einfach neu zu entscheiden, einfach an Gott festzuhalten, ihm weiterhin zu vertrauen und ihm zu glauben, dass sein Wort, dass er sein Wort hält. Weil wenn er sagt, bittet und es wird euch gegeben werden, Gott sagt die Wahrheit und er hält sich an sein Wort. Und ob wir es jetzt sehen oder dann irgendwann mal sehen werden,
Unsere Aufgabe ist es, an ihm festzuhalten und nicht zu zweifeln oder nicht zu verzweifeln. Und ich für mich habe mir natürlich überlegt, okay, wie will ich mein Leben leben? Will ich traurig durchs Leben gehen oder will ich fröhlich durchs Leben gehen? Ich will fröhlich durchs Leben gehen. Ob ich jetzt bekommen habe oder nicht, was ich will, ich möchte meine Freude nicht daran quasi abhängig machen von den Dingen, sondern vom Herrn. Und ich glaube daran, dass er sein Wort halten wird. Wie auch immer es ausschaut. Wenn wir Dinge manchmal jetzt nicht bekommen, dann hat Gott einen guten Grund dafür. Und wir können ihm glauben und ihm vertrauen. Es gibt einen sehr guten Grund dafür, auch wenn wir uns nicht dessen im Klaren sind, worum es geht. Aber Gott ist ein guter Gott und ihm ist wichtig, dass wir ganz nah bei ihm sind. Ganz nah bei ihm können wir uns freuen, dann sind wir, ist unser Herz zufrieden und glücklich. Genau. Und deswegen wollen wir glauben wie die Kinder, weil Gottes Wort sagt, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Amen. Vater, wir danken dir, Herr, dass du der lebendige Gott bist, Herr. Du bist der Gott, der uns alles hingegeben hat, Herr. Du hast die Brücke zu uns gebaut, Herr, durch Jesus Christus, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du dein Kostbarstes gegeben hast, Herr, deinen Sohn, Herr. Danke, Jesus, dass du dein Leben freiwillig hingegeben hast, Herr, damit wir eine Beziehung haben können zu dir, dem Heiligen Vater. Herr, und wir danken dir, dass du uns einen Tröster gegeben hast. Heiliger Geist Gottes, du bist unser Tröster, du bist unser Lehrer. Herr, und wir danken dir dafür, Herr, dass, ja, Herr, du Wohnung genommen hast in uns, Herr, und dass wir mit dir zusammen, Herr, durchs Leben gehen dürfen, Herr, dass du ganz genau weißt, was wir brauchen, Herr, dass du uns einander auch gegeben hast, Geschwister, Familie, Herr, alles, was wir benötigen, Herr, zum Leben, Herr, und wir wollen dir alle Ehre geben, Herr, Lob und dich allein anbeten, Herr, und dir danken, Herr, dass du uns so annimmst, wie wir sind, Herr, und dass Jesus, das Blut, das vergossen ist damals auf Golgatha, Herr, dass uns dieses Blut reinigt von jeder Schuld und von jeder Sünde. Und selbst wenn wir hinfallen, Herr, und uns manchmal nicht benehmen, wie wir uns wünschen, Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du uns reinigst, Herr, und dass wir hier untereinander, Herr, als Geschwister, Herr, einander annehmen und lieben dürfen, Herr, vergeben dürfen, Herr, und ja, dass wir dieses Leben auf der Erde, Herr, dass, ja, dass wir das leben dürfen zu deiner Ehre. Herr, und wir wollen dir alle Ehre geben, Herr, mit allem, was wir tun. Herr, wir bitten, dass du den heutigen Sonntag segnest, Herr. Danke, Herr, dass du, ja, Herr, heute noch weiter zu uns sprechen willst, Herr, dass wir offene Herzen und offene Ohren haben dürfen, Herr, und wir wollen einfach empfangen, Herr, was du heute uns sagen möchtest und geben willst, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen.